Rea Harder im Hormonrausch. Die zierliche Ex-GZSZ-Darstellerin erwartet gerade ihr drittes Kind und ist überglücklich. Kein Wunder, schließlich hat sie schon seit Jahren einen tollen Mann an ihrer Seite, der sie unterstützt, wo er nur kann. Verrätst du uns auch dein Liebesgeheimnis, liebe Rea? Dass wir uns vertrauen, dass wir... Oh, die Hormone. Ich weiß es nicht, es ist einfach so schön, mit ihm zusammen zu sein. Es ist echt toll, es ist ein toller Mann und es ist... Ich bin so froh, dass wir uns haben. Noch? Ja, ja, die Hormone. Kein Wunder, dass Rea bei so einer tollen Unterstützung auch die bevorstehende Geburt ganz lässig angeht. Von Schmerzmitteln will sie nämlich so rein gar nichts wissen. Weder PDA noch Kaiserschnitt, also wenn es nicht muss. Also beim ersten hatte ich Glück, dass es kein Kaiserschnitt werden musste, weil der nicht richtig im Becken lag. Aber im zweiten war das innerhalb von 2,5 Stunden gegessen. Ja, tatsächlich. Und wir waren im Geburtshaus, da gab es auch nichts mit Schmerzmittelchen und so. Ich will das auch nicht. Aber jetzt mal ernsthaft, Rea, keine Angst vor der Geburt? Das tut doch bestimmt höllisch weh. Aber es ist nicht so schlimm, als dass man das nicht aushalten kann. Mein Gott, das tut ein bisschen weh. Das Schlimme ist, sind diese Vorwehen. Und wenn die Presswehen kommen, ist eh alles gegessen. Na, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Herzzerreißend. Das erste Mal seit Paul Walkers Tod zeigt sich seine Freundin Jasmine jetzt der Öffentlichkeit. Nach ihrem Zusammenbruch steht ihr nun der schwere Gang zu Pauls Haus bevor. Dabei steht ihr der Schmerz und die tiefe Trauer ins Gesicht geschrieben. Tränen rinnen über ihre Wangen. Doch Freunde und Familie stehen ihr zur Seite. Sie schaffen es sogar ein paar Mal, der Studentin ein kleines Lächeln zu entlocken, obwohl sie gerade die Liebe ihres Lebens verloren hat. Und dass Jasmine bald wieder von Herzen lachen kann, wäre doch sicher in Pauls Sinne. Seelischer Beistand. Hot Banditos-Sänger Silver Gonzalez kämpft mit schweren Depressionen und Selbstmordgedanken, lässt sich sogar in eine Psychiatrie einweisen. In dieser harten Zeit findet er bei einer bestimmten Person ganz überraschend Halt. Ich weiß nur, dass meine Schwester traut sich dann immer nicht, sowas zu mir zu sagen, weil ich bin da vielleicht manchmal ein bisschen zu forsch. Und meine Schwester ist schon seit einer Woche total am Boden zerstört und völlig fertig mit der Welt. Und jetzt weiß ich auch, warum das ist, wegen Silver, weil es ihm halt gerade so schlecht geht. Aber ich dachte eigentlich, die beiden wären getrennt. Was ist denn da? Nein, also die beiden sind nicht getrennt, sondern es war irgendwie gerade so eine ich weiß, weil ich es bei Facebook gepostet habe, aber das habe ich gemacht wegen dem Promi-Dinner, weil er da diese Fotos da mit irgendwelchen Mädels gemacht hat und so. Und dann habe ich gesagt, Ellie, du musst jetzt mit Silber das beenden und so, das geht nicht, aber diese beiden sind täglich im Kontakt. Ach, Georgina, aber schön zu wissen, dass Silver seine Freundin jetzt treu zur Seite steht und für ihn da ist. Große Trauer. Nelson Mandela ist tot. Nach langer Krankheit verstirbt der ehemalige südafrikanische Präsident im Kreise seiner Liebsten. Er wird 95 Jahre alt. Die Stimme und das Gewissen Afrikas, wie er gern genannt wird, wird dank seines einzigartigen Einsatzes als Freiheitskämpfer und Friedensstifter auf der ganzen Welt verehrt. Nelson Mandela, ein Mann voller Weisheit und Würde, ist von uns gegangen und hinterlässt ein tiefes Loch.